that's allowed. I can't wait to start hyping up the crowd as I dive through the maze, heading right to the stage. I'ma serve up the mic like a rice bolognese. Ich wusste die Maße vorher und ich wusste, das Ding wird halt groß und du kommst rein und das ist ein riesen Bauwerk aus Holz. Wow. Und genauso wie du das auf den Bildern gesehen hast, aber boom, riesengroß. Es ist ja eine riesen Holzkonstruktion entstanden und wer geht am besten mit Holz um? Das ist ja der Andi Schützenberger, der Schützi, ne? Wo das klar war, dass er das Ding bauen wird, habe ich den auch in Passau besucht. Und der hat mir seinen Plan gezeigt, wie er das sich vorstellt und dann haben wir das noch ein bisschen verändert. Alles, was hier weiß ist, ist beskatebar, also hat eine Metallkante und soll beweglich sein. Von der Planung her gab es natürlich erstmal so dieses Spiel als Vorgabe. Also sprich, ich habe einen Screenshot von dem Bild gemacht, habe das dann um eine vernünftige Größe gezogen, wo ich sage, okay, das ist ordentlich. Und dann hatte ich jede Mauer im Endeffekt als Ledge, als Rail geplant. Die größte Herausforderung definitiv die Hydraulik. Also wir haben eine Plattform von 21 mal 21 Meter gebaut. Und das Gewicht sind 40 Tonnen. Dann haben die so zwei Schwerlasttransporte drunter gepackt und dann konnte man die Fläche wirklich in alle Richtungen neigen und das Ding hat funktioniert. Jetzt haben wir auch noch eine Fernbedienung, wo wir beide Teile gekoppelt haben. Also jetzt ist natürlich ein bisschen Spielerei, aber wenn es funktioniert, dann können wir in alle Richtungen gehen. Wir haben einen kompletten LKW Sperrholz hier verbaut. Bearbeitungszeit, also vor 2 Jahren ging es los mit several Meetings. Und hier haben wir gebaut mit einem Team von 6 Leuten. In einer Woche haben wir sie aufgebaut und Vorbereitung in der Werkstatt 5 Tage. So, ich baue jetzt nochmal so eine Ecke. 2 sogar. Und ich bin auch froh, da Teil davon zu sein, weil es, glaube ich, schon was Besonderes ist, dass man einen dreidimensionalen Skatepark baut. Der hat einfach ein Bild aus dem Internet sich runtergezogen. Einfach Barcelona Waves und genau das Ding hat man gesucht. Hatte das in das Programm irgendwie integriert, anhand dessen eine Skizze gebaut, dann die Skizze in die Maschine eingespeist und die konnte dann die genau das Ding irgendwie ausschneiden. Das war echt verrückt. Das war so eine Arbeit von 20 Minuten. Du denkst, ja, wie schnell ging das denn? Ich bin nicht alleine geskatet in diesem verrückten Ding. Zum Glück hatte ich noch andere Kumpels hier an meiner Seite. Das war Madas und Gustavo und Jost natürlich auch. Ja, wir sind zu viert das Ding geskatet. Ja, das war von vorne bis hinten eigentlich eine erfolgreiche Sache. I've never been at a skate park that you can change the level of the ground so you get more speed for a trick that you want to do. I never skate like on the floor like tilted. So for me, like when I saw these, it was like, damn, I need to skate this. And like I have a lot of options, a lot of different stuff. We can like be super creative. For me, it's perfect. Schutzi from IOU Ramps, he built this whole thing and. I know Schutzi for 15 years now, and it's awesome to have him on board because him and his assistant Marvin, they just build anything real quick and fix it up. If I want to change something, they're gonna change it in 5 minutes. Boom. So, können wir uns das Dreiklemmer mitnehmen? Senker ist oben, Schrauben ist oben. Dann schrauben wir uns auf, oder? And so here we're in the corner with the hole. But the break between the banks is too hard, so we're gonna build a little transition so we can go easier, go around it. Das Originallabyrinth ist natürlich eigentlich rechteckig. Die auf 40 Grad zu senken, hat das Ganze halt wie so einen kleinen Ditch gemacht. Und dann sind natürlich die Möglichkeiten unendlich. It's been a good teamwork. One, Nordic, action. Die Idee des Projekts, das funktioniert nicht nur damit, dass wir coole Obstacles bauen und das alles wie im Labyrinth aussieht,
die Idee des Projekts funktioniert, dass manche Sachen wirklich erst dann vielleicht einfacher oder besser zu skaten sind, wenn man die Fläche tiltet. So zum Beispiel ergab sich auch ein Trick von mir, so Wally Front Blunt habe ich gemacht, den habe ich da auch gelernt und der ging erst wesentlich einfacher auf jeden Fall, wo die Fläche dann nach unten getiltet war. Das war eigentlich wie so ein Downhill-Spot plötzlich, weil die Fläche war dann so steil, dass man kurz vom Spot reindroppen konnte und schon genug Speed hatte, um den Trick zu machen. Also im Originalspiel gibt es die kleinen Eisenkugeln. Und natürlich dürften die in unserem großen überdimensionalen Maze nicht fehlen. Und zum Glück haben wir die gefunden. Und die sahen echt 1:1 aus, nur in größerem Maßstab wie die aus dem Spiel. Die Jungs waren sehr fleißig, haben echt gute Ideen eingebracht. Der Mardas ist diese Kugel geskatet. Just trying to jump on a round ball and really stay on top. It's like a circus, you know. Mardas hat, glaube ich, gar nicht mehr drüber nachgedacht in dem Moment. Der wollte einfach nur so lange drauf fahren wie möglich für einen coolen Shot. Und dann hat es, glaube ich, 2 Versuche gedauert und er ist perfekt aus der Kugel rausgepoppt. I actually didn't believe that I could do that. And in the end, we got this nice clip, and I'm super stoked on. Konrad hatte dann die Idee, dass wir mit dem Laser arbeiten können. Er hatte kurz vorher ein Musikvideo gemacht und jemanden kennengelernt, der halt einen Laser bedient, einen echten Laser. Dann haben wir halt den Laser gebucht und uns überlegt, wir benutzen den Laser halt, um die Marbles zu introducen. Okay, let's try to move the laser a little bit over there. Here, everybody's loving what they do. So we get ideas from everybody. And Gustavo's friend, Emilio, he said, you should put the laser exactly the same height as the rail. So when you jump on the rail, it looks like you're grinding the laser. So it was an idea of 4 people all together. And then we made it work. And it's like spontaneous decisions like that that make this project magic. Okay, and action. Wenig Sicht einfach, ja, muss ich darauf vertrauen. Ja. Am Ende bin ich gespannt auf den Clip und der wird auf jeden Fall dann als Erinnerungsstück für mich bleiben. Am Ende habe ich ja noch das kleine Spiel für mich zu Hause mit dem Cover mit mir drauf. Das wird nicht vergessen werden, ne?